Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Einfach Joe. Und heute geht es mal wieder um die Steel, und zwar das letzte Video zu den Steel-Prüfungen, und zwar zur Steel-Prüfung VWL, meiner Meinung nach auch der schwierigsten Steel-Prüfung. Also wenn es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Ja, VWL, die letzte Steel-Prüfung und auch die schwierigste Steel-Prüfung. Und kommen wir mal zu den Einzelheiten. Was sind so die Merkmale der VWL? Was gibt es so zu beachten und so weiter und so fort? Zuallererst, VWL ist genauso wie alle anderen Steop-Fächer eine Vorlesung. Das heißt, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Du musst nicht hingehen, du kannst hingehen, wann du möchtest. Du kannst zu spät kommen, whatever. Du kannst früher gehen. Es gibt hier keine bestimmten Verpflichtungen in dem Sinne. Dann, bei Mathematik gab es ja die sogenannten Klickerfragen. Hier ist es so, dass es gewisse sogenannte MC-Hausübungen gibt. Die werden dann immer auf WU-Learn freigeschalten. WU-Learn ist die Plattform der WU, wie sie es vielleicht schon herleiten lässt. Und zwar gebt ihr ganz einfach, das bekommt ihr alles, wenn ihr euch inskribiert, eure Matrikelnummer und euer Passwort ein und könnt dann alles einsehen. Prüfungstermine, MC-Hausübungen, Klickerfragen und so weiter. Also da könnt ihr alles Mögliche machen. Um zu den Aufgaben zu kommen, geht ihr einfach auf WU-Learn, auf das Fach Grundlagen Volkswirtschaftslehre und dann unter links unter den Reiten MC-Hausübungen. Da seht ihr dann auch gleichzeitig, wann welche Hausübung verfügbar ist und wie lange, wann ihr sie spätestens abgeben müsst. Das wird sowieso generell nochmal alles von den Professoren erklärt am Anfang. Was auf jeden Fall wichtig ist, ihr braucht ein Skript. Das ist das Mikro- und Makroökonomik von Alfred Stersen. Das ist auch gleichzeitig der die VWL-Prüfung seit, ich glaube, weiß nicht wie vielen Jahren eigentlich schon macht. Das ist sehr wichtig. Und was ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, macht die Hausübungen, denn genauso wie bei Klickerfragen bei Mathematik ist es so, dass ihr für die Hausübungen Punkte bekommt. Und da gibt es, also diesmal ist es nicht so, dass ihr entweder nichts oder alles habt, sondern ihr habt auch Teilpunkte. Das heißt, sagen wir, ihr habt 5 verschiedene Möglichkeiten, 4 sind richtig, eine ist falsch, habt ihr trotzdem einen Teilpunkt, den ihr zur Prüfung dazugerechnet bekommt. Das heißt, macht die Aufgaben, und ganz wichtig, die Aufgaben sind, glaube ich, immer nur einen Tag bis 24 Stunden verfügbar, bis ihr abgeben könnt und wie ihr sie anschauen könnt. Ihr startet die, also jede Aufgabe hat eine Überschrift, das sind die gleichen Überschriften wie im Buch bei den Kapiteln. Und dann könnt ihr die Aufgabe starten. Wenn ihr die Aufgabe gestartet habt, habt ihr eine gewisse Zeit, dann die Aufgaben zu beantworten. Und dann könnt ihr sie abschicken und die Aufgabe wird dann benotet und dann erfahrt ihr auf WU-Learn dann eingetragen, wie viele Punkte ihr für die einzelnen Aufgaben bekommen habt. Natürlich wäre es schade, wenn ihr da die Aufgaben verpennt und es nicht mal probiert. Deswegen stellt euch vielleicht lieber einen Wecker oder tragt euch einen Kalender ein oder wie auch immer ihr es handhabt mit der Selbstorganisation. Da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, sich das irgendwie da vorzumerken. Ihr habt die Vorlesung, ihr habt die MC-Hausübungen, ihr habt das Buch. UniWorks, da kann ich leider nicht sehr viel dazu sagen, weil ich da mir nicht so viel reingezogen habe. Ihr könnt es natürlich gerne ausprobieren, wie es für euch funktioniert. Aber ich kann euch da wieder sagen, ob ihr da mit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habt, denn wirklich viel benutzt, vielleicht ein, zwei Videos, aber sonst kann ich dazu nicht wirklich was sagen. So, als nächstes war dann der ÖH-Kurs von Stefan Reind, den ich besucht habe im Kurs VWL. Hat gekostet, ich bilde mir ein, das waren so um die 80 Euro, aber ich sage es euch ganz ehrlich, das Geld ist super investiert, denn mit dem ÖH-Kurs habe ich die Prüfung auch geschafft. Ihr kriegt nicht nur stundenlanges Vorgelaber und Erklären und Frage-Antwort, whatever, sondern ihr bekommt auch einen richtigen Stapel. Erstens mal an Zulassungsmaterial, wo einfache Sachen, Marktmechanismen erklärt sind, von ihm nochmal extern außerhalb des Buches. Das hilft natürlich alles behalten. Und dann bekommt ihr noch alle Altfragen oder sehr viele Altfragen, die es zur Prüfung gibt, die schon mal gestellt wurden, wo ihr auch erklärt, okay, bei solchen Fragen müsst ihr da und da aufpassen, diese und diese Wörter bedeuten eher dieses, deuten eher auf dieses hin und so weiter. Das heißt, ihr werdet wirklich konzentriert auf diese eine Prüfung vorbereitet, was natürlich extrem Sinn macht, dann die Prüfung zu diesem Kurs wahrzunehmen. Denn wenn man vor allem bei der Vorlesung nicht so gut zurechtkommt, das alleine eher nicht so versteht und einfach sagt, okay, ich möchte da einfach einen Profi an der Seite haben, der da mich in einer gewissen Weise betreut,
Natürlich ist es sehr wichtig, da selbst viel zu machen, denn alleine den Kurs zu besuchen wird euch jetzt keine positive Note einbringen, denn was der Steffen Rhein auch immer gesagt hat, zumindest bei uns war, nur weil ihr es auswendig könnt und nur weil ihr es versteht, heißt das noch lange nicht, dass ihr die Prüfung schafft. Die meisten, die es gibt, auswendig können, whatever, schaffen die Prüfung trotzdem nicht. Aus dem Grund, weil sie es nicht gelernt haben, nicht trainiert haben, anzuwenden. Da macht ihr immer diesen klassischen Move, den mit dem, ihr müsst auch trainieren, ihr müsst auch trainieren, ihr müsst auch üben, ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst die Anwendungsbeispiele trainieren und deswegen habt ihr auch so viele Altfragenbeispiele, die ihr bearbeiten könnt. Und ja, ich habe den H-Kurs damals letztes Jahr, dieses Jahr im Februar besucht. Das ist die, also in der Winter-Uni. Und da war es ein bisschen sehr viel. Das heißt, alle, die es im Sommer- oder Winter-Uni besuchen wollen, müssen sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass es auf jeden Fall ein sehr toughes Programm ist. Das heißt, jeden oder fast jeden Tag zumindest mehrere Stunden Unterricht, fünf Stunden Unterricht oder so. An der WU damals noch. Und das ist auf jeden Fall ziemlich tough, das packt nicht jeder. Und man hat fast keine Freizeit zwischen jeden Tag außer Wochenende Uni besuchen, 4 Stunden lang. Dann musst du erstmal hinfahren, zurückfahren. Dann müssen wir nochmal nachbearbeiten, lernen. Und die ganzen Fragen sozusagen, die. Es gibt ja immer eine Anzahl von Fragen, die es sozusagen als Aufgabe gibt, die dir empfiehlt zu machen. Ob du sie nicht machst oder machst, das ist deine Sache und das wird dich auch niemand dafür bashen, wenn du es nicht machst. Auch wenn du den ganzen Kurs nichts machst, dann sagt er halt, dass es schade ist für Leute, die nichts machen. Aber du bist halt weder gezwungen, etwas zu tun, noch sonst irgendwas. Es ist deine freie Entscheidung, du kannst natürlich auch früher gehen, später kommen, whatever. Du zahlst für den Kurs und dementsprechend ist es dann deine Verantwortung. Ja, wie gesagt, ich kann den Kurs nur wärmstens euch allen empfehlen. Mir wurde von Freunden empfohlen, damit es okay passt. Ich habe das erste Mal die Vorwehrprüfung nicht geschafft. Wo ich es probiert habe, ich hau jetzt rein und schaffe die Prüfung dann mit dem VWL-Kurs der ÖH und habe es noch geschafft. Und ja, das heißt, das würde ich dir eben empfehlen. Der Tauschrechner ist der ganz normale WU-Tauschrechner, den man nach den Kriterien verwenden darf. Der ist auch ganz wichtig, denn es gibt nicht nur, also es ist so aufgebaut, dass ihr Multiple-Choice-Angaben habt. Das heißt, ihr bekommt auch da bei der Prüfung Teilpunkte. Da gilt nicht nur alles oder nichts, sondern also, wie gesagt auch Teilpunkte, je nachdem wie viel falsch oder richtig ihr habt. Und diese Beispiele können nicht nur sein, also nicht nur textliche Beispiele, sondern auch rechnerische Beispiele. Das heißt, ein Tauschrechner ist definitiv zu verwenden und zu empfehlen. Ja, und dann würde ich einmal sagen, Prüfungsvorbereitung wirklich früh anfangen, muss ich sagen. Am besten natürlich wiederholt den Stoff, nachdem ihr ihn gelernt habt, entweder beim ÖH-Kurs oder bei der Vorlesung oder beides, whatever, wie das handhaben möchte, ist natürlich eure Sache. Bei mir war es so, ich habe zuerst in VWL die Lehrveranstaltung schon mal besucht gehabt, habe die MC-Hausübungen gemacht und habe dann später den ÖH-Kurs besucht. Und ja, dann habe ich halt während des ÖH-Kurses ein bisschen mitgelernt und so weiter. Ich muss sagen, damals relativ schwierige Phase meines Lebens damals. Habe ich jetzt nicht so viel, muss ich sagen, gelernt. Es ist dann auf dem Vierer ausgegangen, aber ich sag's mal so, macht es lieber nicht so wie ich, sondern fokussiert euch wirklich auf die Prüfung, lernt wirklich viel, seid fleißig. Meine Empfehlung, da es die schwierigste VWL-Prüfung meiner Meinung nach ist, macht sie zum Schluss, macht zuerst EÖR, vielleicht Mathe. Macht's VWL, wenn du mich fragst, eher als Einzelfach, das heißt nur VWL, konzentriert nur auf VWL. Und wenn ihr es wirklich mit dem Einfach kombinieren möchtet überhaupt, dann nehmt es mit EBWL. Und das ist definitiv das leichteste Fach, wo man wirklich fast nichts lernen muss. Wie gesagt, ich habe ein paar Stunden am Tag vor der Prüfung gelernt und davor gar nichts, nur die Vorlesung besucht. Und ich habe es mit fast einem Zweier geschafft. Also ja, es ist nicht, und auch von vielen anderen höre ich immer wieder, es ist nicht schwierig, es ist nicht unmöglich, es ist super einfach. Heißt eigentlich ein Kindergartenspiel. Also die Prüfung ist wirklich die einfachste Prüfung, deswegen, wenn ihr wirklich eine Prüfung damit kombinieren möchtet, dann nehmt ihr bitte EBWL, aber auf jeden Fall nicht Mathematik und nicht ÖH1, würde ich euch definitiv ausdrücklich nicht empfehlen, vor allem für den Anfang. Und da würde ich auch mal sagen, ja, ich bin auch immer am Vorbereiten vom Fragen- und Antworten-Video, also wenn ihr Fragen, Antworten habt, dann lasst es auf jeden Fall eure Frage, euer Feedback, auch natürlich gerne Anregungen, Anmerkungen, whatever, in den Kommentaren unten stehen, lese ich natürlich immer gerne durch. Des Weiteren, wenn euch das Video gefallen hat, mehr zu VU, mehr zu meinem Content sehen möchtet, dann gebt natürlich gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei diesen Kanal. Und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, ist auch natürlich wichtig, die Glocke mit allen Notifications zu
aktivieren, denn sonst kann es gut sein, dass ihr von meinen neuen Videos, Livestreams, whatever, nichts mitbekommt. Das heißt, wenn ihr wirklich sehr interessiert, was mich freuen würde, dann aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke. Und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen restlichen schönen Sommertag bzw. Abend, wann auch immer das Video rauskommt. Genießt euren Sommer und hoffe, ich kann euch mit meinen Videos über die Bio weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich hoffentlich im nächsten Video oder Livestream. Ciao und Servus.